Wie kommt so früh schon wach? Voilà, habe ich gestern früh geschlafen, glaube ich, deswegen. Und was habt ihr vor? Voilà, Limousine, ja? So, Shabab! Lakshu, Shabab! Willst du auch so eine? Lakshu, ja, Maniek! Halt mal an, ja, Maniek! Wallah, hält nicht an. Unser Wort hatte, glaube ich, noch kein Gewicht, Kollege. Ramm ihn hinten links, ramm ihn hinten links. Warte, ich will ihn nicht stoppen. So! Bleib da mal stehen! Bleib mal stehen, ja, Maniek! Kollege, bleib stehen! Aber ich kenne nicht mehr Bayern. Hallo! Steck ein! Jalla, Cousins! Das sind schon meine Cousins, siehst du? Ohne Rufen, die sind da! Sobald die Limousine sehen, jeder will ficken direkt. Wallah, der ist bestimmt reich. Ja, die Limousine, hä? Die haben was zu verstecken, 100%, sonst die werden nicht abhauen. Die haben irgendwas dabei, ja. Sonst werden die ausgestiegen. Wo sind die? Weg. Scheiße, Blies. Ey, du musst dein Auto unbedingt einparken, Würfelparken. Ja, yeah, wollte ich ja eigentlich machen. Sonst kommt er jedes Mal da hinten raus. Lakshu, Cousins! Salam alaikum. Wie geht's euch? Wallah, seid ihr gute Zeitpunkt. Ey, lass, ich muss mal kurz sicher selber mein Auto einparken. Wallah, blies, die ganze Zeit blies. Sch, Kollege! Scheißendreck! Ja. Okay, gut. Wird entführt, Hilfe! Was macht der? Steigen wir hier ein, besser. Sch, Hamza! Kommst du hier? Jungs, ihr habt die Kopfschmerz mit Stimme. Wohin? Fahr mal kurz weg hier, Bruder. Auf jeden Fall, Hamza, das sind meine Cousins. Erzähl mal nochmal deine Geschichte. Ach, sind das deine Cousins? Ja, das sind meine Cousins hier. Ja! Aber doch kein Scheiß. Deine, also sind das wirklich deine Leute? Ja, Habibi, zieht mal eure Maske an, damit er uns glaubt. Hab ich unter Bettdecke vergessen. Nein, hast du nicht. Du hast in der Miete. In der Mietenkonsole. Ich brauche eine Maske. Ah, hier, Abu Karim. Yeah. Ah, okay, verstehe. Okay, Jungs, hört zu. Ja, ich habe jemanden abgezogen von dem Platz, okay? Yeah. 70 Scheiß Millionen. Platz, Alter. Wie 70 Millionen? Ich hab den 70 Millionen geklaut. Nein, hast du nicht geklaut. Du musst die Wahrheit sagen. Hast du geliehen? Ja, hab ich geliehen, aber... Aber ohne Retourschein. Genau, ich will nicht zurückgeben. Kennt ihr? Wenn man sich was ausleiht und nicht zurückgeben will... Aber Wallah, normalerweise ist Haram. Guck mal, ich sag euch, normalerweise Haram. Ich würde zurückgeben. Ich halte immer mein Wort. Aber guck mal, der Typ, ich hatte mit denen ein Casino, das Casino hat uns gehört, weißt du? Ah, okay. Und der hat das einfach verkauft, das ganze Geld genommen, für sich allein. Ah, Wallah, ja, aber ihr wart Partner. Ja, und kein Mitarbeiter Geld gegeben. Das geht nicht, das geht nicht. Dieser Pendejo. Verstehst du? Deswegen. Und, aber die Geld du hast. Geld? Ich hab kein Problem. Ja, also musst du nicht hinterher rennen, er rennt dir hinterher. Er rennt mir hinterher. Jani, du brauchst nur jetzt so Schutz. Ja, Schutz nicht, aber so ein bisschen, ich muss mich ein bisschen unter Menschen begeben, dass der mich nicht findet, weißt du? Habibi, soll er finden, sollen wir klar machen direkt. Ist doch kein Problem. Sollte kommen vor meinen Augen. Warum willst du dich verstecken immer? Treffen wir uns einmal, sagen wir, guck mal. Du hast es so gemacht, ab jetzt erst meine Partner, wenn du was willst, du kommst zu mir. Und du willst mich ficken, dann wirst du sehen. Bubi, welche Nummer? Das klingt gut. Jana, verstehst du? Verstehe. Diese Politik läuft die hier so.
Musst du Rücken zeigen, Habibi, hat nichts mit Schwäche zu tun. Ein Mann alleine kann stark sein, aber im Endeffekt, wenn du alleine bist, dann bist du gefickt. Weil du bist alleine. Aber hast du keine Männer hier, Cousins oder so? Ja, doch, ich habe einige Cousins, Musengs, aber die lutschen alle Schwänze, weißt du, deswegen, ich kann niemandem vertrauen, verstehst du? Die arbeiten zu korrekt, sagst du, ja? Die wollen nicht schmutzige Hände haben. Ja, so und auch, die lutschen gerne Schwänze bei großen Männern, weißt du? Deswegen kannst du hier niemandem vertrauen. Okay, verstehe. In dieser Stadt darfst du niemandem vertrauen. Sogar deine Freunde werden zu deinen Feinden. Ist Mamba auch hier? Mamba schlafen. Okay. Wie sieht's aus mit Arbeit bei euch? Ich hab mit Mamba gesprochen wegen Arbeit. Walla, keine. Keine Geld, keine Arbeit. Keine Arbeit, keine Geld. So. Braucht ihr Arbeit? Die Hermano. Soll ich Arbeit besorgen? Die. Dann kommt die drauf an, was für eine Arbeit. Weedroute. Oh. Wo soll ich hinfahren? Wem gehört diese Gras? Diese Gras gehört den OGs. Aber das ist vermietet an den 18s. Und ich bin Untermieter bei den 18s bis gestern gewesen. Wenn ihr sagt, ihr wollt arbeiten, dann verlängere ich meinen Vertrag und dann können wir da drauf. Egal. Wie sieht's aus mit Emmanet? Dulle, Spielzeug. Ja, Spielzeug, Spielzeug ist teuer, Bruder. How much? 5-600? 4-5-600, je nachdem, wo du kaufst. Ist ja überrasch. 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 Deutschland. Es gibt zu viele Cops hier, muss aufpassen. Gibt's auch korrupte Polizisten? Gibt's auch, ja, die auch Waffen verkaufen. Ah, stimmt, okay. Voila, hast du ihn 70 Millionen gefickt, ja? Stark. 70 Millionen schmeckt, ja, das sind 140. Wie viel Geld macht man da bei dieser Arbeit? Bei dieser Grasarbeit? Ja. Yeah. Bruder, ich verdiene nichts an euch, ich gebe euch die Stunde 100. Nein, wie viel Geld wir machen? Also ihr macht die Stunde, ich sag mal, pro Person 150 ungefähr. 150.000? Ja. Die Stunde pro Person? Ja, ungefähr. Also musst du drei Stunden arbeiten, damit du hast du eine Waffe. Ja. Boah. Müll. Oder ihr geht mit 5 Leuten Müllmann arbeiten. Und im Müll findet man oft Waffen, ne? Also. Was heißt oft, aber am Tag bestimmt pro Person 1-2 Stück. Wenn ihr Glück habt. Voila, nehmen. Boah, das Auto ist Tom für uns da, ich sag dir ehrlich. Ja, voila, das gefällt mir hardcore, das Auto. Ich wüsste. Oder nehmen wir Leute hops. Da hinten ist ein Auto. 8D. Yap mal sich kerim belanı. Yapmıyorum abi ya, vallahi yapmıyorum ya o. Az kaynağı, da sol şişt. Şu, abibi! Eyvo. Aman abim. Ben hiç mal bei Maskenladen. Junge, jemand der bei Maskenladen ist, hat immer eine Waffe dabei. Aber kann man bei Maskenladen abziehen? Ich glaube nicht. Maskenladen nicht, nein. Müssen wir warten, bis sie wegfahren. Aber das ist auch keiner. Doch. Nein. Ist da jemand? Nein. Da bist du. Das war davor schon da. Ja. Aha. Hallo! Da. Ja, lass warten. Aber auffällig mit Maske. Oder ich sag dir, mit diesem Auto wird das nichts. Habibi! Hä? Von wo hast du dieses Motorrad? Gekauft bei Autohaus. Ich wollte auch kaufen diese. Können wir zu zweit mal eine Probefahrt machen? Bro, nimm einfach das Motorrad und fahr weg. Mir egal, Digga. Nein, ich will nicht klauen, Habibi. Ey, hast du gestern diese Verlosung gemacht? Nein, Mann, das weiß ich nicht. Ich will wirklich kaufen diese Motorrad, aber ich weiß nicht, welche die schnellste ist, weißt du? Ja, das fährt 200, also das ist ganz gut. Keine Angst, der kommt ja gleich wieder. Nur probieren. Alles gut, Jungs. Ey, der ist einfach ausgegangen, Mann. Wir nehmen ihn mit. Er soll erst zu seinem Motorrad gehen und dann, wenn er hier weg ist. Kommt, Jungs, wir gehen. Nein, ich fahre mit ihm eine Runde, ihr fahrt mir hinterher. Okay, ich hab da hinten geparkt.
Was? Ja, ist doch ein Cheat. Das hier ist Kaika. Was los? Ja. Yeah. Gib ihm sein Motorrad, komm, wir gehen. Ah, Scheiße. Komm, meine Freund. Alles gut, alles gut. Fahren wir eine Runde, warum hast du Angst? Nein, Mann, fahr alleine. Hast du Angst vor mir oder was? Ich nicht, aber. Walla, komm, fahren wir eine Runde, ja? Alles gut, fahr. Hat er gecheckt oder was? Walla, was ist los mit dem Schwanz, ja? Ja, normal, direkt gecheckt. Das ist einer von Cheeto, seinen Leuten. Bin direkt gecheckt. Ja. Ah. Hier, Kollege, dein Motorrad, brauchst du keine Angst haben, wollte ich nur Test machen. Alles gut. Ey, da. Komm, steig ein. Oh, sorry. Steig aus. Sorry, Auto war so groß. Hey Jungs, wir sehen uns bald wieder. Ne? Hau rein. Heide. Holla, er hat den Braten gerochen. Ja? Wo hat der Motorrad auf einmal hin? Ja, suchen wir Patienten, können wir Waffe klauen. Aber warum? Die Lade hat doch Waffe, ja? Oder nicht da, ja. Ich hab was. Lakshu, Habibi! Schu, Shabab! Kollege! Hallo! Admon, hallo! Hey, hallo! Hallo, versuch nicht, Kollege, versuch nicht! Aha, Police, Walla, Police! Aha, Police, Walla, Police! Der Fahrer umsteigen! Halt dran! Jungs, hört mir genau zu, es muss schnell gehen, ne? Drücken, Panik! Lache. Arbeiterkoi. Der Fahrer einmal aussteigen, nur der Fahrer. Redet aussteigen. Ganz normal, ich komm von hinten. Einmal zu uns ans Auto kommen. Kommen Sie mal zu mir, der. Können Sie einmal einen Ausweis zeigen, bitte? Natürlich. Kein Problem. Ja. Jungs, Ausweis oder Führerschein? Drei Streifenwagen. Mein Ausweis. Ja, brauche ich? Ja. Dann müssen Sie mir geben. Gebe ich dir jetzt. Ja. Eine Sekunde, Habibi. So. Ja, okay. Alles gut. Abu Karim. Ja. Herr Karim, haben Sie auch einen Führerschein für mich? Einen Führerschein? Mhm. Ja, bitteschön. Mhm. Herr Karim, einmal umdrehen. Sie sind festgenommen. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Richtig. Okay. Mhm. Aber bin ich nicht gefahren? Nee. Einmal bitte umdrehen, der Herr. Wir gehen einmal Handschellen an. Ja. Yeah. Der Herr. Ja. Yeah. Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat in Dortmund. Ja. Yeah. Und deswegen werde ich Sie mitnehmen. Ein Kollege von uns wird Sie abführen. Ich werde Sie einmal durchsuchen. Haben Sie illegale Gegenstände dabei? Hey Jungs, wenn was ist, sagt Bescheid. Ich wichse Sie weg, ne? Der Herr, bitte wieder einsteigen. Die nehmen ihn mit. Die Herren? Ja, ja, easy. Einer bitte einsteigen. Was passiert denn mit meinem Onkel? Was passiert denn mit einsteigen? Okay. Ich weiß nicht, warum. Sagen ich mit. Abu Karim oder wen? Ja. Nein, der hat eine Gefechtspistole. Scheiße. Wir hören einmal einsteigen. Scheiße. Ich muss ihn mitnehmen, Entschuldigung, der ist ein bisschen. Komm hier, ja, in grüne. Komm hier. Scheiße. Hin. Mach dir die Tür auf. Scheiße. Jungs? Hier musst du einsteigen, Mann.
Genau, perfekt. Scheiße, die Gefechtspistole. Was soll ich machen? Langsam, Mann, mach Motor aus. Verdammte Scheiße. Was sollte ich machen, Bruder? Sachen abnehmen. Ich hab ihn jetzt gar nichts extra abgenommen, ne? Ja, machen wir. So, der Herr. Hey, ich nehme dann einmal schon mal ihre Sachen ab. Ja. Yeah. Also, die kann ich nicht tragen. Einsteigen, ich mein Gott, ernst. Dankeschön. Sekunde. Scheiße, Digga. Ich kann die Pistole nicht abnehmen. Ja. Ich hab so eine. Walla, brauchst du nicht abnehmen, kannst du lassen in meine Tasche. Nee, nee, die wird abgenommen, der Herr. Sekunde, Kollege kommt gleich wieder erstmal. Aber rein. Ist nicht meine, ne? Habe ich zugesteckt bekommen, diese. Sollte ich aufpassen? Hat die im Würfelpack eine mir gesehen? Kannst du kurz aufpassen auf diese Waffe? Soll ich die abnehmen, oder was? Ja, nimm mal ab. Ja, weil ich hab schon eine. Ja, ich trag normal. Herr Officer! Dann nimmt ihr den auch am besten mit. Officer! Weil ihr habt dann die Pistole. Alles klar. Das macht am meisten Sinn. Hallo. Was ist los? Erzählen Sie. Ja, diese Pistole habe ich zugesteckt bekommen an den Würfelpark. Das haben die nicht mitbekommen oder was? Also sie wussten doch, dass sie die... Habe ich gewusst, ja, habe ich gewusst. Ja, dann müssen sie das auch kommunizieren so. Ja, hat die keine gefragt, deswegen ich sage. Ich nehme sie mal an der Hand, ja, der Herr. Ja, weil habe ich keine Geld für so eine Pistole zu kaufen, verstehst ja. du? Setz ich sie mal bei uns ins Fahrzeug. Ja. Scheiße, Gefechtspistole, direkt weg. Direkt, ich komm, hab's. Ja, direkt. Ich aussteigen. Ich bin. Hey, Toni! Walla, gehst du in andere Auto einfach? Ja. Wir müssen euer Auto nehmen, der Toni ist im Kopf. Unser Auto willst du nehmen? Ne, dieses hier. Ah, okay. Wärst du einfach weggebrettert. Bruder, ich wusste nicht, dass ich Dings verhaftet werde. Ich dachte mir einerseits Jackpot, ein Streifenwagen, wir werden die Hops nehmen. Aber noch im drei Streifenwagen hier, ja? Ja, Kollegen, dann packt den mal bei euch ins Auto. Die Toni ist irgendwie im Kopf. Ich krieg ihn und kann ihn nicht reinsetzen. Warum wird meine Neffe festgenommen, Habibi? Er hat dir doch gar nichts gemacht. Ich sag, ich will einen Garo rauchen, der sagt, ich sag ein. Der Wimmel an und lade der Wimmel. Nein. Weiterfahren bitte. So. Wir folgen den erstmal, ne? Fahrzeug setzen. Hören die euch, Jungs, wenn ihr uns hört im Funk? Geht nicht. Macht keine Aussagen. Lass den, setz ihn bei Bernau rein. Wir können nicht zwei Leute ins Fahrzeug setzen. Wenn die fragen, euer Anwalt heißt. Ja, wir können den nicht mitnehmen, weil wir nicht zwei Leute ins Fahrzeug setzen können und der ist irgendwie mental abwesend. Können wir den bei euch reinpacken? Ja, ihr müsst aber kurz aussteigen, weil sonst funktioniert's nicht. Alles klar, danke. Dann Horn hier wieder einsteigen. Alles klar, ich lese mal Ihre Rechte vor, ja? Sie sind beschuldigt der einer oder mehrerer Straftaten. Sie können sich zu dem Sachverhalt äußern, müssen es aber nicht. Sie haben das Recht auf einen Rechtsanwalt. Haben Sie das soweit verstanden, der Herr? Ja, habe ich einen Rechtsanwalt. Ja, haben Sie einen? Ja. Name? Schalz. Schalz. Ich. Schauen wir mal kurz. Schauen wir gleich im Anwaltsregister nach. Schalz. Nachname? Der Nachname weiß ich nicht. Ist die Nachname, glaube ich. Schalz. Gibt keinen. Digga, wie heißt der nochmal? Ich hab das nicht verstanden im Funk. Dings, der Schalz heißt. Scholz. Auch schwer. Komisch. Nee, Scholz ist kein Anwalt. Haben Sie denn Ihre Rechte verstanden? Meine Rechte habe ich verstanden. Alles klar, sehr gut. Kann ich dir auch vorstellen, noch meine Rechte? Hä? Das verzweifle ich. Herr Stein, glaube ich. Steinke. Oder so. Steinke. Ja.
Okay, eingegabt. Rufst du gleich für sie. Ja, danke. Ich rufe dich schon mal an. Ich schneide sie mal ab, ja? Ja, danke. Und dann helfe ich ihnen aus dem Fahrzeug. Okay. Und dann nehme ich sie nochmal an der Hand. Hm? Wo ist mein Neffe? So. Wo ist mein Neffe? Wahrscheinlich oben bei den Zellen. Ah, okay. Voila, so schnell kommt man hier in die Zelle oder was? Sie haben eine Waffe dabei. Dieses Barbecue-Zeug, ne? Und keinen Führerschein. Ja, Barbecue könnte ich mir auch mal rein. Hallo. Wie heißen Sie denn, der? Abu Karim. Abu Karim. Irgendwoher kommt mir Ihre Kopfbedeckung bekannt vor? Glaube ich nicht. Bin ich seit gestern hier? Ja, nicht hier aus Dortmund, sondern woanders her. Ah, okay, kann sein. Oh Mann, ich bin auch doof. Einfach schon wieder hab's, ja. So wirklich 2 Stunden? Bin ich jetzt 2 Stunden in Hubs? Hä? Officer? Ja? Wie lange kriege ich jetzt für diese ganze... Oh, da ist ein bisschen Haftzeit, die auf sie zukommen wird. Ehrlich, ja? Machen wir bitte eine Zelle weiter, dann kann man in Ruhe hier. Danke. Döker? Ich habe keine Schlösser bei den Zellen, ist die gerade auf zu? Warte, ich mach... Will ich Familienzelle nehmen? So. So ist auch, ja? Okay, ja. Du musst sie auch gleich wieder schließen. Ja. Officer! So, ich lasse sie einmal los, der Herr. Und dann werde ich sie nochmal durchsuchen. Können wir keine Familienzelle nehmen? Oh. Nee, wir können sie später nebeneinander packen, wenn wir hier mit einem... Ah, okay, super. Aber erstmal machen wir die Maßnahmen. Und die Anwalt? Durchsuchen. Ja, da kümmere ich mich gleich drüber. Okay. Ich durchsuche sie jetzt. Alles, was sie ich ihnen jetzt abnehmen, kriegen sie gleich wieder zurück. Haben wir das verstanden? Okay. Ja, alles klar. Wunderbar. Horn, bist du das? Ja, ich habe Kirschstein gekriegt. Ja, ich habe den Schlangen gerufen, der geht nicht ran. So, Schläger. Aber bin ich nicht vorbestraft, ne? Kannst du bitte merken? Ja. Kannst du bei die Verfahren schreiben? Kannst du auch sehen, ich bin keine Vorbestrafte. Oder Wiederholungstäter oder so. Normalerweise kriege ich geringere Strafe als sonst, oder nicht? Naja, also wir sind ja relativ kooperativ. Dann werde ich kooperativ und habe ich keine Vorstrafen und... Können Sie mir vielleicht sagen, wie viel mein Bruder links von mir bekommen hat? So, habe ich alles notiert, was ich Ihnen abgenommen habe, das kriegen Sie wieder zurück. Okay. Dann, nächste. Nehme ich Ihnen jetzt einmal die Handschellen ab. Ja. Yeah. Sie bleiben bitte so stehen, wie Sie gerade stehen. Alles gut. Ich gehe kurz aus der Zelle. Keine Problem. Kannst du machen die Zelle bitte, Kollege? Aber wolltest du nicht Familienzelle? Ja, wie gesagt, wir sind noch nicht fertig, der Herr. Ah, okay. Hast du die Zelle? Oh. Ja, wir müssen kurz weg. Wie viel? 10.000? So. Ist bei Ihnen die Zelle zu, der Herr? Nein. Ja, die ist ja zu. Merken Sie sich das einfach. Okay. Kommen Sie mal einen Schritt näher zu mir bitte und zeigen mir einmal Ihren Ausweis. Nochmal Ausweis. Ja, genau. Ja. Also ich könnte... Guck mal, machen wir Test. Aber dann... Bleiben Sie aber in der Zelle stehen bitte. Ja. So. Okay, dankeschön. Geben Sie mir einmal durch die Zellentür den Ausweis. Ja, kein Problem. Dankeschön. Sagen Sie, es ist Ihre erste Akte, ja? Ja, yeah, kannst du gucken. Guck ich nach, ja. Bin ich gestern hier? Richtig. Der erste Akte. Ich weiß nicht. Ja, Glückwunsch zur Einreise. Meine Bruder. Was Neues hier. Aber das wird jetzt teuer für sie. Warum? Kampfpistole ist ganz kritisch. Gehört, gute Geld? Ja, wurde ich in eine Falle gelockt, ne? Denke ich. Ja, ich kenne mich sehr gut aus mit Auto. Vielleicht, ich habe da einen Schaden. So, Herr Abu Karim, ich habe Ihnen eine Akte angelegt. Und dann sage ich gleich, was hier auf sie zukommt, ja? Aber ich glaube, so. Manche mögen mich hier nicht, weil meine... Wir haben einmal illegalen Waffenbesitz C. Hey, bei Pistole. Kampfpistole, ja. Achso, das ist ja. Dienst, ne? Dienstwaffe. Es gibt viele nervige Kinder. Und fahren ohne Führerschein, fahren ohne Fahrerlaubnis. Ja. Wie viel Geld haben sie gerade? Sie haben wahrscheinlich nicht genug, um das zu bezahlen, ne? Ich habe 4.000 auf die Bank und 3.000 bar. Ich glaube meine Spraydose für mein Fahrrad. Was haben Sie? Hol mal kurz Döker, ja. Kann man eine Ratenzahlung machen? Döker, ja. Der steht direkt neben dir. Muss er nicht anrufen. Ja.
Ah, kann man nichts machen. Schade. Also sie haben 24 Stunden Zeit, um ihre Bußgelder dann zu bezahlen. Wie viel? Das schafft er doch niemals. Ja, 24 Stunden. Zusammen. Ja, 24 Stunden, wenn wir den nachher auffinden, muss was gefändet werden. Unmöglich. Der ist seit gestern da, der Arme. Der kann doch nicht über 1 Million an Bußgeldern. Eine Million? 24. Ja, illegal. Habibi, habe ich 7000 auf Tasche. Ja, deswegen können sie ja nicht bezahlen. Das ist ja unmöglich. Ich kann ihm eine Woche geben oder so. Oder länger. Also, ja, kann ja nicht jemand, der neu eingereist ist. Okay, also wenn ich gleich gehe schlafen hier auf mein Bett und aufstehe, kann woher ich. Woher haben sie denn die Kraftpistole? Habibi, habe ich gesagt, hat die bei Würfelpark, hat die mir eine zugesteckt? Ja, jetzt sagen Sie mal ganz ehrlich, woher haben sie die? Ja, wirklich? Okay. Habe ich bei dir Würfelpark bekommen? Ja, das vermindert ihre Strafe nicht. Was soll ich sagen? Soll ich lügen? Was wollen Sie hören, wenn Sie nicht die Wahrheit hören wollen? Verstehen Sie? Hier haben Sie erstmal ein Bußgeldverfahren ohne Fahrerlaubnis. Danke, dass ich das bekommen habe, Kollege. Ja, komm her, ich nehm's dir wieder. Manchmal gibt's hier ein bisschen Probleme. Ich kann's mir jetzt wegnehmen. Aber ansonsten. Natürlich. Eine Million? Habe ich 1 Million bekommen? Mit die Luft. Nee, noch nichts. Dann gehen Sie mal zur Seite. Ja, mein Gehirn spielt hier nicht richtig mit. Das ist eine andere Atmosphäre hier. Ach, diese Schlösser in diesem Staat sind das Schlimmste, was es gibt. So, dann kriegen sie erstmal fahren ohne. Habibi, Mittagspause, glaube ich. Ja, ich gebe in die Bußgelder nach der Wende einfach. Dann sage ich ihnen auch, wie ihre Haftzeit ist. Ja. Mhm. Ein bisschen was an schon. Was denn, wie viel? Ja, so 10 Minuten. Rechne ich ihnen jetzt an für Untersuchung. Ja. Also und wie viel muss ich sitzen? 50 Hafteinheiten. Mashallah. 10 ziehe ich ihn für Untersuchungen. Also 40 noch. 5 ziehe ich ihn ab, weil sie kooperativ sind. In meine Heimat. Also sage ich einfach 18.35 Uhr kommen sie wieder raus. Ja? Okay, und wegen die also Geld, wie hoch? Okay. Ja, 1 Million. Habibi, wie soll ich das machen? Da sind doch mit Hamza unterwegs, fragen sie den noch, der ist reich. Ich kenne keine Hamza. Wahnsinnig gerade mit unterwegs. Nein, keine Ahnung. Der Mann in Grün war Hamza. Ein sehr reicher Mensch. Oh. In die grüne Auto, in unsere Auto war keine Hamza. Nee, der war im Weiß. Gefickt. Ekmek gibi, aşk gibi. Ah, ne varsa güzellikten yana bölüştüm. Büyümüştüm. Hamza siktin beni Hamza. Bu ne yaman çelişki anne. Bu ne yaman çelişki. Hallo. Ja. Sie haben Glück. Heute ist der Glückstag. Warum? Sie kriegen günstige Rechnung von mir. Oh, stabil. Habe ich gebetet gerade. Gott hat meine Gebete erhört. Deine Kollegen gehen aus dem Weg. Ja, nicht wieder. So, sie kriegen erstmal fahren ohne Fahrerlaubnis für 75.000, ja? Mashallah, mashallah. Und dann gebe ich ihnen noch. Ja. Gebe ich ihnen dann noch. Gibst du mir gar nichts, Kollege? Passt schon. Moment. Noch eine günstige Rechnung kriegst du dann. Passt, Habibi, passt. Letzte Mal. Du kriegst jetzt noch gefährliche Körperverletzung für 50. Gefährliche Körperverletzung? Ja, statt die eine. Ah, natürlich. Habe ich dich angegriffen. Ja, hast du recht. Ja. Weißt du Bescheid. So, und die also sofort dann bezahlen, wenn du hier raus bist, ja? Also, da kriegst du dann bis morgen Zeit. Sag ich dir, kriegt Hamza direkt die Anruf. Der hat die Rechnung noch nicht. Ich habe ein Lied geschrieben hier für Hamza. Wollt ihr hören? Ja, mach an. Ja, mach an. Aber nicht mach an, ich mache so, habe ich in meinem Kopf. Mach auf blaue Lippen am besten. Nicht, dass alles gut, ist nichts zum Anmachen. Habe ich so a cappella nur singen, weißt du? Ja, ja, okay. Hamza ist gefickt, Hamza ist gefickt. Hamza ist gefickt, Hamza ist gefickt. Gefällt euch? Gefällt mir sehr gut, ja. Ja, habe ich für Hamza geschrieben. Wenn ich rauskomme, singe ich also, für ihn das. Und ne? Kurze Info, wenn sie das nächste Mal mit einer Waffe erwischt werden, kriegen sie doppelte Rechnung. Glaubst du mir, das war das letzte Mal, Kollege? Ja, ist nämlich so mit der Chefetage jetzt abgesprochen, sie bezahlen ein bisschen weniger, also viel weniger, ehrlich gesagt. Abu Sainek, dein Chef, Abu Sainek. Und dafür
zahlen sie das nächste Mal zweimal Waffenbesitz, wenn sie... Alles gut, gibst dir keine Waffen mehr. Sehr gut. Habe ich eine Frage, noch 20 Minuten, ja? Oder 25? Ja, 22 Minuten. Ah, okay. Und dann kommen sie mich holen oder geht hier alles alleine auf? Ne, dann holen wir sie. Wir können auch, also wie sie wollen, entweder wir bespaßen sie jetzt 25 Minuten. Oder sie sagen, sie wollen lieber einen Kopf oder so. Ja, will ich freie Kopf, will ich noch einmal einen Text schreiben ein bisschen. Ja, ja, alles klar. Dann holen wir sie ab, so um 35. Okay. Alles klar, bis später. Ja, und was ist mit meinem Neffe? Er ist noch nicht wieder aufgewacht. Ist sie nicht da nebenan? Nee, der ist noch nicht wieder wach. Ah, okay. Der schläft noch, glaube ich. Ja, kann sein. Okay. Ah, nee, der hatte keine Waffe dabei. Wie lange sitzt der? Der ist, glaube ich, schon wieder raus. Ah, das kann sein, ja. Ja, weil er keine Waffe dabei hatte. Okay, ja, danke schön. Ist wieder raus. Oh, gut. Okay, bis später. Ciao. Ich gehe an, ach, Hamza. Woher sah bis dann das Horajam, Hamza? Diese Rechnung wirst du bezahlen, Hamza. Ich gehe an, Bune Yaman, Chelishki an.